Moin, moin, herzlich willkommen, liebe Leute. LS22 Nord Friesischer Marsch. Wir in den Livestream-Chat. Letzte Folge heute, ne? Tatsächlich mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist es die letzte Folge. Und ja, wir sammeln noch mal ein bisschen Ballen. Wollen mal gucken, wie weit wir kommen mit unserer Mission. Feld 14 wird gemäht. Wird hoffentlich auch noch gemäht. Hängt gerade bei 89%. Müssen wir mal ein bisschen beobachten, ob es mehr wird. Sollte ja eigentlich schon. Ja, Feld 47 hier die Ballen. Wenn wir die alle noch wegbringen heute, dann haben wir gut geschafft. Und wahrscheinlich unsere Silageballen-Mission durch. Und restliche Silage ist dann wieder für unsere eigene Biogasanlage. Echt entspannt durch die Mitte fahren und er sammelt beide Seiten auf, ne? Läuft. Da muss ich ja nicht so wild hin und her eiern. Hängt immer noch bei 89%. Mal gucken, ob wir hier was erkennen können. Fährt Big M noch auf 14 oder hängt Big M schon wieder auf 14? Also 14, ich glaube, den Kurs sollte ich löschen, ne? Oder? Er fährt noch. Ne, ich glaube, er bewegt sich. Das Lenkrad bewegt sich. Schwiegereltern wohnen in NRW, okay. Das ist von euch auch nicht so weit weg. Vulkanstecker heute aus dem Bootshaus mit Wifi-Box. Immerhin, es funktioniert da. Kein Greenscreen mehr. Greenscreen of Death, oder wie war das noch? Der Greenscreen des Todes. Hat sich Vulkanstecker gegönnt. Shelly hat auch gleich gestern gefragt, ne, ob du irgendwie wieder was irgendwelche lustigen Aktionen gebracht hast, aber also, nö, bis auf den Greenscreen, ne, das war alles. Keine besonderen Vorkommnisse. Ich glaube nicht, dass sie so schnell das Problem lösen könnte, weil das entwickelt sich auch manchmal, das ist ja scheinbar auch nicht so ein regelmäßiges Ding, ne? Sondern mal taucht es auf, mal nicht. Und wo du so ein Problem wirklich gefixt hast und hundertprozentig sicher bist, dass du es gefixt hast, das kann ja echt dauern, ne? Ja, 92%. Also er fährt auf jeden Fall. Wir können die Ballenpresse dann mal gleich darüber schicken. Schon mal schön. Das wäre ganz, ich meine, das schaffen wir wahrscheinlich nicht ganz, weil bei der Beinpresse wissen wir auch gleich noch mal ein paar mal nachhelfen. Schon mitnehmen, ne? So, Feld 14. Die Fahrt. Hier den Kurs rausschmeißen. Gras, Feld 14. Laden, aktivieren. Der eine, ach, wer war das denn? Gestern schrieb doch noch jemand was, Bahnromantiker. Habe ich gar nicht mehr drauf reagiert, per Netz. Manchmal fällt das einem so ein, ne? Da ist beim Umzug der teure Lavendelernte abhanden gekommen. Das ist ja auch ein bisschen ärgerlich, ne? Aber Geld wahrscheinlich gut geschrieben, wieder über Easy Development, wieder neu gekauft und gut ist.
Also das Feld werden wir nicht mehr heute gepresst kriegen, das schaffen wir nicht ganz. Da sieht man immer wieder diese Grasballen-Mission, das zieht sich, ne? Guck mal, da hättest du ja auch rüberfahren können. Ja, also beim nächsten Mal, Donnerstagabend, wissen wir schon, wird unser Weizen, glaube ich, erntereif sein. Wir kommen in den Juni. Das schaffen wir auf jeden Fall. Das heißt, noch mal ein bisschen mehr Stroh für unser Lager. Weizen für unser Lager. Ja, noch mal kurz gucken, ob wir Düngermissionen reingekriegt haben. Eine Grubbermission auf 72 wäre neu. Aber Olivenöl, ne? 100.000 Liter Olivenöl. Krass, Geld das bringt. Das Bier und Trauben haben wir nicht. Haben wir nicht. Das hier ist natürlich immer noch interessant. Weiß ich nicht, ob ich das nächstes Mal starte. Mit dem Equipment, was wir noch haben, mit zwei Big M's. Heuwänden, also die Heuballen ist natürlich das Praktische, die müssen nicht lange gewickelt werden, die sind schnell fertig, ne? Ballenpresse, Quaderballen rüber und gut. Wir könnten auch unsere eigene Quaderballenpresse mit ins Rennen schicken und dann auch gut schnell hinter den beiden Big M's hinterherkommen. Aber gut, das muss trotzdem erst noch gewendet werden. Geschwadert werden. Das verlängert das natürlich so ein bisschen blöd. So, Kaffee nochmal, ne? Prost, Prost. Ja, die Mehlfabrik wäre nicht verkehrt, dann hast du recht. So, hier weitere Bodenbearbeitung soll ich hier ja eigentlich gar nicht machen, ne? Ich soll jetzt hier eigentlich nur darauf warten, dass wir im Herbst irgendwas aufs Feld pflanzen. Herbst, also. Mehlfabrik wofür? Ja, Mehl produzieren, ne? Ich habe relativ, also ich habe Gerste, ne, Gerste ja nicht. Weizen kriegen wir ja. Und das andere habe ich gar nicht mehr so viel. Also sinniger wäre für mich wahrscheinlich eher die Malzproduktion. Also generell ist ja das Ziel für Ende des Jahres noch die Zuckerfabrik zu verdienen. Dafür fehlt uns definitiv noch ein großer Schwung Geld, den wir Monat für Monat jetzt verdienen Richtung Herbst. Also dürfen wir auch nicht einfach wahllos wieder investieren in andere Geschichten, es sei denn, es kommt ein mega Schnäppchen und dann nehmen wir halt wieder Kredit auf. Dann eher die Malzproduktion, ne? Also erstmal Zucker, dann Malz, weil Malz hätten wir schon mit Weizen und Gerste. Hätten wir schon mal eine gute Grundlage. Dann kommt der Bäcker, genau. Habe ich schon gespoilert, dass das mein Ziel ist für die nächste Produktionsupdate und es wird halt auch noch dauern, das nächste Produktionsupdate, weil ich sage es ja nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß, bisher, jetzt in den letzten Tagen, habe ich nur Matchmap angefangen, in den paar Stunden, die ich Zeit hatte und noch gibt es keine neuen Produktionen. Das hätte ich ja heute schon was gezeigt. Ob ich Donnerstag schon was zeigen kann, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ich glaube nicht. Das Labor kann ich mir dann noch nicht leisten, aber die anderen beiden vielleicht. Also die Zuckerfabrik ja und das, die Malzproduktion vielleicht Anfang des nächsten Jahres oder so. Sofern wir hier genug Flüssigdinger verkaufen. Einfach, weil ich den Trigger so klein gemacht habe. Ah, immerhin schon 5000 Liter Flüssigdinger. Dünger aus Mist oder Gülle, Dünger aus Mist und Gärreste. Dünger aus Kompost, Flüssigdünger. Silage, Luzerne frisch, haben wir sehr viel am Start, aber es ist auch echt gut, man. Also Silage alles verkaufen. Weil wir meinen noch, wir haben eh genug für die Bioanlage, weil wir haben ja auch noch im Lager was. Bioanlage hat 300.000, 8.000 pro, also wir brauchen das noch, brauchen wir auf jeden Fall. Gut, Fischer haben wir leer gemacht, bis auf Hummer. Aber Hummer ist nicht viel, also das lohnt jetzt auch nicht richtig. Ansonsten sehen wir schon wieder fast 100.000 Liter Dieselplatz. Wartung nur 63%. Habe ich die Wartung nicht auf Verteilen gestellt? Doch, dauert halt ein bisschen, ne? Weil wir relativ viele Produktionsstätten mittlerweile haben. Und ich habe nur Wartung mit Holzboost. Ich habe natürlich noch keine Wartung mit Holz und Essen. Ja, generell bin ich natürlich auch am überlegen, ob ich das umswitche, ne? Also es ist schon gut, dieses Prinzip, aber das andere Prinzip ist natürlich auch gut, wenn man mit den Revamp-Boostern arbeitet.
Bewirkt nur halt natürlich, dass ich dann nicht auch nochmal zusätzlich noch mehr Diesel und mehr Strom verbrauche, sondern einfach mehr Wartung kriege, ne? Und das immer der gleiche Diesel- und Stromverbrauch ist. Ja, und die Holzfäller haben wir noch, die brauchen alle Wartung. Also kaputt geht uns das noch nicht. So schlimm ist es dann nicht. Aber ich glaube, eine Werkstatt hat schon gut zu tun. Eine Wartung alleine reicht nicht mehr. Ne? Das glaube ich, wenn man tatsächlich mehrere hat. Auf der Wunschliste, also sprich, wenn ich einen Booster habe, dass ich trotzdem auch mehr von dem verbrauche. Oder wie meinst du? Finde so ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch tatsächlich nicht mehr so schlimm programmierbar in den Produktionen. Ne? Welche Produktion soll wohin platziert werden? Danke. Nochmal mit Verlinken vom Ausschnitt. Sehr gut. So, und das Ganze kommt natürlich dann logischerweise am Donnerstag auf YouTube als Folge auch. So, der ist ja fertig. Komposter. Genau, bis zu dem hatte ich noch nicht geguckt gerade, ne? Ich wollte eigentlich auch den Komposter nochmal abchecken. Den habe ich übersprungen. So, Luzern ist da. Droh ist da und Häckselgut ist da. Und 226.000. Ich würde vorschlagen, davon geht eine Ladung in die Düngerproduktion. Also ich rede vom großen Anhänger. Und der Rest, den können wir verkaufen eigentlich. Das Sägewerk. Für welche Rohstoffe denn? Also die Leerpalette hat doch jetzt einen zweiten Produktionszweig gekriegt. Also ne, eine Schichtbetrieb. Und bisher ist es ja nur ein Zwei-Schichtbetrieb. Ne? Vielleicht gibt es ja immer noch einen Drei-Schichtenbetrieb. Aber es gibt halt auch, es gibt noch so viele gute Booster-Ideen, die ich habe. Ideen. Aber halt nicht umgesetzt. Aber wird alles immer noch kommen. Noch. Oh, glaube ich hin. Hier stand er sonst nicht, ne? Aber egal. Hört sich auf Werder Bremen. Egal. Ein Hackschnitzel. Ja, also ich bin ganz froh mit dem Tipp mit den Eichen, ne? Und man muss halt einfach mehr Forst betreiben dann. Also wenn man. Ist ja auch. Ich meine, hier ist noch nichts gewachsen, glaube ich. Weil es sind ja noch zu. Ach doch! Krass! Unser Eichenwald ist schon gewachsen. Also Eichen sind zu empfehlen, was Hackschnitzel angeht. Eis. Das kann ja schon fast lohnen zu fräsen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht 5000 oder was da an Hackschnitzel über rauskommt pro Baum. Eichen, Leute. Setzt auf Eichen, wenn ihr Hackschnitzel braucht. Mit einem T-Rex oder dieser Brooks All-in-One-Fräse. Läuft. Nice. Die wachsen halt in 9 Monaten voll aus und dann bringt es 20.000 Hackschnitzel pro Baum. Ich glaube, ich habe dann nur 40 Stück gepflanzt und überlege natürlich jetzt, wo pflanze ich denn die nächsten? Eigentlich hier noch welche, ne? Also weil unsere Holzvollernterbäume, die sind recht stur im Wachstum, ne? Also ihr seht, hier noch nichts. Die sind alles noch im Setzling-Modus hier. Kommt hoffentlich im nächsten Monat aber auch die erste Stufe dann mal langsam durch. Ja, falls ich hier tatsächlich dann irgendwann, obwohl ich. Also nicht in einem Jahr. Ich könnte tatsächlich hier nochmal. Hier habe ich welche gepflanzt überall, ne? Ja. Wenn ich das jetzt mixe, macht das nach Sache auch nicht besser. Weil das sind eigentlich Holzvollernterbäume hier. Die Bäumchen sahen gut aus, ne? Fand ich auch. Ich weiß nicht, ob man denn irgendwo. Hier am Hof würde man natürlich auch sich überlegen, was einem was Land gehört. Also das ist gerade so diese Reihe hier. Hier könnte man eine ganze Reihe Bäume pflanzen. Da freut man sich dann immer, wenn man es nachher bearbeitet, dass man hängen bleibt. Aber die wachsen, also ja, wohl über den Winter passiert ja nicht viel. Dass ich nochmal irgendwo nochmal 40 Bäume mehr pflanze.
Oder hier einfach reinpflanzen. Hier am Graben. Kann man nachher wegfräsen ohne Probleme. Vielleicht auch noch eine Idee. Man kann bestimmt nochmal 40 Bäume hier loswerden. 40 Eichen. Und nachher findet man das dann wahrscheinlich so schön, so schick, baumig, dass man die einfach stehen lässt. Minian hatte Feld 5 voll mit Eichen. Wie viele passen darauf? 100, 200, 300? Da können wir schon vorstellen hier. Ja, 100er Palette Setzlinge. 100 Paletten A 20.000. Da haben wir nachher 2 Millionen Hackschnitzel. Brauchst du die Wachstumszeit der Bäume? Ja, habe ich gehört. Kann man auch nachgucken. Ne? Also das ist ja die... Baumwachstumsgeschichten sind ja zu finden, wie lange, wie viele Stunden was wie wächst. Growtime Hours sind das, also es sind Stunden umgerechnet, was dauert wie lange, und ich glaube, standardmäßig sind die Eichen halt deutlich schneller. Hatte jemand gesagt, die brauchen nur an die 9 Monate, bis sie ausgewachsen sind. Wobei wir ja wissen, dass diese anderen, die Holzvollernterbäume, die brauchen irgendwie knapp 2 Jahre oder so, ne? Letzte Bahn, ich mach da fertig, das ist gut. Vielleicht sollten wir nochmal zumindest schon mal eine Ladung von unseren Beinen wegbringen. Was macht denn die Beinpresse eigentlich? Nix, ne? Schön. Also zumindest noch mal eine Ladung schnell wegfahren. Müssen wir dann zweimal noch zwischenfahren. Mal gucken. Feld 14 ist ja schon komplett erledigt. Also ne, da bin ich mir ziemlich sicher, dass alle Silageballen, die wir da kriegen, uns gehören. Theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch mit einem Sammelwagen das automatisiert einfach in unser Silo fahren lassen oder in den Fermenter. Aber Stüß spare ich mir mal ein bisschen. Oh nee, Laura, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Haaland verlässt Dortmund. Was? Wir lesen aber keine Antwort, weiß ich nicht. Achso, da oben. Noch doppelt geschrieben. Laura, natürlich. Ach, Laura. Wir haben noch Stürmer, keine Sorge. Ansonsten holen wir uns, wie heißen die noch, von Bremen, Füllkrug und keine Ahnung, wie ist der andere? Obwohl, das wäre es halt nicht Dortmunds Niveau, dafür sind wir zu schlecht. Sorry, aber ist so. So, 3 von 4 Hopfen geerntet. Da ist ja ordentlich Hopfen für die Bierbrauerei der nächsten Jahre gesichert, oder? Duksch. Okay. Danke, danke. Recht für Dortmund nicht, ne? Das ist so. Ich glaube, Dortmund hat ganz gut eingekauft, oder? Ich denke. Das wissen selbst so Fußball-Unwissende wie ich, ja. Ja, wenn man das nicht mitgekriegt haben sollte. Stuttgart wird ganz gerne eingekauft, ne? Ja, schön, ne? Weil Bayern ist ein bisschen Unruhe drin.
weiß nicht, ob Nagelsmann oder die Vereinsführung, aber irgendwie ist bei Bayern aktuell wieder sehr viel Unruhe drin. Und Lewandowski, wenn der abhaut, ist natürlich ein Meistergarant gewesen, ne? Wie gesagt, bevor Bayern ein Serienmeister wurde, 10-mal war Lewandowski noch in Dortmund. Und ist da 2-mal Meister geworden. Ich glaube, es gibt wenig Spieler, die häufiger Meister geworden sind als Lewandowski. So, 81% haben wir schon abtransportiert, das heißt, die nächste Ladung wird wahrscheinlich tatsächlich schon reichen und dann haben wir danach nochmal eine lockere, dicke Ladung für unsere Biogasanlage. Aber das ist dann wohl Arbeit fürs nächste Mal. Wir sammeln die Presse nochmal schnell. Die ist nicht in den Graben gefahren, die ist lieber angehalten. Jo, liebe Leute, ich glaube, wir machen Feierabend. Das war mal so. Gut, du hast es geschafft heute auf jeden Fall. Ganz genau. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend euch noch. Schönen Sonntag generell. Schönen Restsonntag. Genießt noch die letzten Stunden Sonne, was auch immer. Je nachdem, wie das Wetter bei euch so ist. Und ja, streamtechnisch, Dienstagabend ja vielleicht wieder Ladies. Ich weiß nicht genau, wie es da zeitlich klappt. Ansonsten, mal gucken. Ich hau jetzt einen Schlag rein, wieder beim Modding, ne? Heute nicht mehr. Vielleicht heute Abend, ja. Gut, jetzt nicht. Jetzt geht es erstmal gleich nochmal kurz raus in die Sonne und ihr wisst, Marmeladen. Bis dann, vielen Dank, schön, Sonntag noch. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich glaube, ich schicke euch nochmal zu, wen denn? Zu Hannes, glaube ich, ne? Der streamt noch live vom Häcksler. Könnt ihr noch ein bisschen live Häcksler gucken. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.